Im 25. Jahrhundert waren die Rohstoffreserven der Erde erschöpft, verbraucht, ausgebeutet. Verzweifelt und kurz vor dem Aussterben stießen wir in die Leere des Alls vor und entdeckten dort reiche neue Welten, die nur darauf warteten, ausgebeutet zu werden. Auf der Erde drehte sich alles nur noch um diese Planeten. Es wurden Abbauschiffe gebaut, darunter die USG Ishimura, der größte und bekannteste dieser Giganten. Die Ausschlachtung der Planeten wurde zur Routine. Ihre Ausbeute hielt uns am Leben. Dann rückte Aegis 7 ins Licht der Aufmerksamkeit. Jahrhundertelang wurde seine Existenz geheim gehalten. Doch Gier und Korruption setzten sich über alle Vorsichtsmaßnahmen hinweg. Dort, vergraben unter der Oberfläche, fand man ein Artefakt. Den roten Marker. Lange verschollen und lange vergessen. Die Religion, an die ich glaubte, hatte ihren heiligen Gral gefunden. Den Schlüssel zur Unsterblichkeit der Menschheit. Der Tod ist nicht das Ende. Zumindest dachten wir das. Er brachte keine Erlösung. Nur Verderben und Leid. Der Marker brachte Wahnsinn, Mord und Chaos. Er brachte Necromorphs hervor. Jene, die von den Planeten entkommen konnten, retteten sich auf die sichere Ishimura. Wir starten CSO 4. Die Kolonie ist überrannt. Wir können nicht zurück. Das Böse von Aegis 7 kam mit ihnen an Bord. Binnen Stunden wurde es dunkel auf der Ishimura. Der Konzern sandte eine Reparaturcrew, die nach dem Rechten sehen sollte. Scheint, als hätte jeder versucht, in aller Eile zu packen. Zur Crew gehörte ein Mechaniker, Isaac Clark. Isaac, ich bin's. Der ein besonderes Interesse an der Ishimura hatte. Ich wünschte, ich könnte mit dir reden. Ich... In der Dunkelheit fand Isaac tot. Was zum Teufel? Irgendwas ist hier mit uns im Raum. Und den roten Marker. Er war weder heilig noch außerirdisch, sondern von Menschenhand geschaffen. Und er konnte dazu benutzt werden, den Ausbruch zu stoppen. Isaac fand auch Nicole. Danke, Isaac. Ich habe immer an dich geglaubt. Die den Freitod gewählt hatte und nur eine Erscheinung des Markers war. Isaac konnte fliehen. Alles andere wurde zerstört. Drei Jahre später erwacht er in einem Krankenhaus auf der Titanstation, einer Earthgov-Metropole auf dem größten Mond des Saturns. Isaac hat überlebt, aber sein Verstand ist nicht länger sicher. Denn der Marker verändert alles. Herzlich willkommen zu Let's Play Dead Space 2. Ihr habt gerade schon die Zusammenfassung aus dem ersten Teil von Dead Space gesehen und gerade so einen kleinen Einstieg bekommen, wenn ihr die, wenn ihr Dead Space 1 also jetzt noch nicht gesehen habt oder durchgespielt habt. Auf jeden Fall werden wir jetzt hier Dead Space 2 neu anfangen. Wie ihr sehen könnt, gibt es hier bis jetzt noch nichts anderes, außer was bei Dead Space geschah. Das haben wir uns gerade angeguckt und ein neues Spiel. Und das neue Spiel, das werde ich jetzt auch mal starten. Normal. Du kannst nur überleben, wenn du mit Munition und Gesundheit sparsam umgehst und einen geschickten Abzugsfinger hast. Für Dead Space-Veteranen, Munition und Gesundheit sind seltener und die Gegner sind stärker. Ich würde mal sagen, dann nehmen wir schwer. Was gibt's denn bei Fanatiker? Munition und Gesundheit sind spärlich und die Gegner werden dir das Leben zur Hölle machen. Na, wir sind ja keine Fanatiker. Wir machen das jetzt mal auf schwer. Mir wurde das so empfohlen und deswegen starte ich jetzt einfach mal.
Isaac, bist du da? Kommen, Isaac! Oh Mist, tut mir leid, Isaac. Der Zeitunterschied. Nein, ich melde mich nein, später. Schon okay, okay, schon okay. Wie geht's dir? Du hattest recht, Isaac. Die Ishimura ist ein tolles Schiff. Ich bin so froh, an Bord arbeiten zu dürfen. Dann genieß es. Du weißt ja, dass sie nächstes Jahr stillgelegt wird. Isaac, danke. Wofür? Dass du mich hierzu gedrängt hast. Ohne dich hätte ich es nie so weit geschafft. Deinetwegen bin ich dabei geblieben. Vergiss aber nicht, dass ich deshalb auch 6 Monate auf dich verzichte. Offenbar verlassen wir die Reichweite des Relais. Wofür? Isaac? Isaac, hörst du mich? Ich melde mich so schnell. Isaac! Isaac! Sie waren einen Moment lang abwesend, Mr. Clark. Ich glaube, Sie wollten mir gerade von den Albträumen, die Sie haben, von Ihrer toten Freundin erzählen. Wie war doch gleich Ihr Name? Nicole. Ich wollte nicht, dass es so endet. Ich wollte dich nur noch einmal sehen. Nur einmal noch. Ich habe dich geliebt. Ich habe dich immer geliebt. Ja, Nicole Brennan. Sie war medizinischer Offizier an Bord eines Abbauschiffs. Der Ishimura. Die USG Ishimura, ja. Sie war beim Abbaubetrieb auf Aegis 7. Meines Wissens brach kurz nach ihrer Ankunft die Kommunikation ab. Sie gehörten zu einer Reparaturmission, zu der Sie sich freiwillig gemeldet haben, richtig? Was haben Sie an Bord des Schiffes vorgefunden, Isaac? Sie haben etwas gefunden. Was haben Sie auf dem Schiff gefunden, Isaac? Den Marker. Hatten Sie Kontakt mit diesem Marker? Sie haben Dinge gesehen, nicht wahr? Dinge, die Sie nicht sehen wollten. Er sprach zu mir. Was hat er gesagt, Isaac? Was hat er gesagt, Isaac? Isaac! Isaac, kannst du mich hören? Isaac, können Sie mich hören? Zena, ich habe Isaac Clark gefunden. Wiederhole, ich habe ihn. Gut gemacht, Franco. Sei vorsichtig, er ist schon lange weg. Oh ja. Gut, gut. Langsam, langsam, langsam. Wir holen Sie jetzt aus dieser Zwangsjacke raus. Wo bin ich? Okay, ich weiß, dass Sie verwirrt sind. Ich kann Ihnen alles erklären, aber Sie müssen mir vertrauen, okay? Hören Sie zu. Sie sind in verdammt großer Gefahr. Was zum Teufel? Franco? Franco, was ist passiert? Scheiße! Oh, Gott. Oh, verdammt, oh, verdammt. Stirb! Geh weg! Los! Boah. Heilige Scheiße, was ist hier denn los? Oh, wir müssen hier ganz schnell raus. Irgendwie. Kapitel 1. Speicherstation. Ach, du heiliger Bimbam. Wie geht das denn hier ab? Und auch noch in Zwangsjacke! Heilige Scheiße. Oh. Was zum Teufel? Oh, Kacke, oh Kacke. Nein, da werden wir jetzt nicht hingucken. Wir müssen hier weg. Schnell, ganz schnell. Ach so, ich habe gedacht, das ist eine Übung. Also, ne? Ist ja normal, dass da so Necromorphs auf euch zukommen. Okay, scheiße, hier geht's nicht lang. Okay.
Das Auge sieht schon viel besser aus, finden Sie nicht auch? Es tut weh. Tut noch weh. Ja, ich trage Sie für eine weitere Sitzung morgen ein. Nein. Ich glaube, ich bin nicht bereit. Ich schaffe nicht noch eine Sitzung. Ich... So, dann gleich morgen früh. Erzählen Sie mir jetzt, was Sie heute gesehen haben. Kommen Sie, Strauss. Ich will Ihnen doch nur helfen. Es war schwarz. Tiefschwarz und glühend rot mit Symbolen, die mir etwas zuflüsterten. Und was haben die Symbole Ihnen zugeflüstert? Kommen Sie, Strauss. Was? Das war nur ein Splitter. Nur ein Splitter, aber er hat so vieles in meinen Kopf gepflanzt. Scheiße in meinen Kopf. Kein Platz mehr für nichts mehr. Ich erinnere mich nicht, wie sie aussieht. Die Symbole, Strauss. Was haben die Symbole Ihnen gesagt? Sie sagen, es war nicht meine Schuld. Ich habe sie nicht getötet. Sie haben das nicht verdient und ich habe das nicht verdient. Bastard. Versetzen Sie Mr. Strauss wieder in Stase und erhöhen Sie seine Dosis um 30 Milligramm. Morgen früh probieren wir es mit einer neuen Sitzung. Der Proband ist Nolan Strauss, Sittel 158. Okay. Das Auge sieht schon viel besser aus, finden Sie nicht auch? Es tut weh. Tut noch weh. Ja, ich trage Sie für eine weitere Sitzung morgen. Das hatten wir doch gerade schon. Nein. Nicht? Nee, ich glaube, ich bin nicht bereit. Ich schaffe nicht noch eine Sitzung. So, dann gleich morgen früh. Erzählen Sie mir jetzt, was Sie heute gesehen haben. Wo geht das denn hier lang? Hier irgendwie nochmal? Das ist ziemlich verwirrend, wenn man nicht weiß, wo man lang muss. Und vor allem, wenn es so düster hier ist.